wir schauen mal, dass wir mal hier weiterkommen bei Kunst des Mordens. Was würde Nick an meiner Stelle tun? Und, ja, es ist lang her. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo wir letztens stehen geblieben sind. Daraus wird nichts. Deswegen machen wir einfach los. Und gut. Das Telefon hat mir ja letztens schon angeschlossen gehabt, bin ich mir ganz sicher. Aber irgendwie sollte ich jetzt hier noch irgendwas im Labor machen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie. Hier sind die Blutgruppen und DNA-Analysen der restlichen Opfer. Blutgruppen. Wie oft kann man das versuchen? Nee, das wird nichts. Also ich würde sagen, wir gehen erstmal raus und labern mit dieser Ruth oder sowas. Gucken wir mal, ob wir irgendwie noch was herausfinden hier, was ich machen soll. Jetzt vor Schreck. Ja, es ist halt blöd, wenn man lang nichts mehr getan hat. BC ist nix. Sauerei. Das Handy haben wir doch hier aber. Und was ist mit diesem Handy jetzt hier? Hä? Ach, guck mal, BIN-Code. Ach, es geht um den BIN-Code. Der BIN-Code. Den habe ich, glaube ich, noch nicht rausgekriegt letztens. Moment. Passt nicht. Geht's wieder weg hier, oder was? Wer weiß. Also ich muss irgendwie diesen PIN-Code rausfinden. Der Anblick dieses Ausweises hat viele Schufte gelähmt. Genau, es ging um diesen PIN-Code. Erinnere ich mich wieder. Und so weiter und so fort. Natürlich, mir irgendwas an der Tafel noch stehen vielleicht. Was haben wir hier? Ba, 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 Office. Steht denn hier? 5000 oder was? 5000. Na, das ist jetzt ein Ding, ne? Wenn man längst mehr gar lang nichts mehr getan hat. Das ist blöd irgendwie. Also. Warum geht das nochmal weg hier? Ah, jetzt, okay. Daraus wird nichts. Ah, okay, das stimmt schon mal nicht hier. Boah, Alter. Ach, vielleicht irgendwie die Fingerabdrücke von der Tastatur oder so? Nein, das war keine gute Idee. Das wäre natürlich eine Idee, ne? Das wäre natürlich eine Idee. Daraus wird nichts. Nee. Und wenn man das anders machen würde? Daraus wird nichts. Eieiei. Ist das ein Krampf? Krampf? Warum funktioniert das nicht? Nein, das war keine gute Idee. Schade, schade, schade. Also das ist jetzt etwas knifflig hier. Knifflig. Sehr knifflig. Was hat denn die Ruth überhaupt zu sagen? Oder habt keiner da oder was? Ach doch, hier ist jemand. Ruth? Willst du nicht nach Hause gehen? Ich gehe gleich. Wenn du mir heute hilfst, kann ich vielleicht früher ins Bett gehen. Klar, kein Problem. Ruf deine Katze an, sie soll dir ein heißes Bad einlassen. Tch, ich habe keine Badewanne, nur eine Dusche. Ich möchte den Inhalt von Scotts Handy untersuchen. Aber ich kenne die PIN-Nummer nicht. Ach, okay. Du kannst sie dem Techniker geben. Aber weißt du was? Leute können sich solche Nummern schlecht merken. Also wählen sie das Geburtsdatum, die Kennzeichennummer und so weiter und so weiter. Danke, ich werde es versuchen. Weißt du sein Geburtsdatum? Ich habe gerade seine Akten auf meinem Schreibtisch. 24. Mai 1956. Danke, ich probier's gleich aus. Okay, 24. Mai 1956. 1956 werden wir mal abchecken. Na siehste, wo ist doch das? Irgendwo muss ja weitergehen hier. Also. Also wir zurück hier. 1956. Falsche Nummer. Ah, verdammt. Was hat es da? 24. Mai?
24. Null. Warte mal, Mai ist dann die Nummer 5. Das ist es doch nicht. Ah, verdammt. 56. Und wenn wir das einfach rumdrehen, also diese 6, 5, 9, 1. An welche Zahl konnte sich Scott besser erinnern als an seine PIN-Nummer? Es muss etwas gewesen sein, das er ständig vor den Augen hatte oder jederzeit danach greifen konnte. Aha. Jederzeit. 12. Mai. 56. Oder wir nehmen mal 24. Und dann 19. Die richtige Frage lautet, was trägt ein FBI-Agent ständig bei sich? Die Überzeugung, eine Mission zu erfüllen? Heidenangst? Die Antwort lautet, eine Pistole, sein Abzeichen und sein Ausweis. Vielleicht sollte ich seine Ausweisnummer überprüfen. Okay, Ausweisnummer prüfen. Scotts Ausweis, okay. Der Anblick dieses Ausweises hat viele Schufte gelähmt. Ja, ja, was sehe ich denn jetzt diese... Wie sehe ich denn jetzt diese Nummer hier? Kann ich ja gar nicht angucken, diese Nummer hier. Habe ich irgendwie hier so? Was soll ich damit tun? Blöde Kuh. Warte mal, dann gucken wir mal, vielleicht dass wir jetzt im Labor irgendwas Fernglas oder irgendwas. Weil so sehe ich das hier nicht, ne? Also Labor. Was haben wir denn hier? Hinten ist da irgendein Glas oder was soll das sein? Analysegerät. Das ist keine gute Idee. Ne? Wieso? Falsche Kombination. Und wenn ich es nochmal versuchen würde, nur ein bisschen anders? Plus Analysegerät. Mensch, Herrgott, nochmal. Es ist mir gelungen, sie sauber zu kriegen. Oh, okay. Und was steht denn jetzt drauf? Nummer XFAD 8673. 8673, dann aber da zurück. Warum hat sie das vorher nicht gemacht? Verstehe ich nicht. Ach guck mal, jetzt haben wir hier irgendwas am Tupfer. 8673. Wieder gespannt. 86. Achso, zurück hier. Also, 8673. Endlich! Ah, okay. Oh nein! Ist das Ding durchgeschmort? Na, warum sagt sie jetzt nichts, die Lady? Oh, wisst ihr? Oh fuck. Was war jetzt? Sehr nützliches Ding. Hä, was? Ach so. Scheiße, ist das doch durchgeschmort hier. Scheiße, machen wir jetzt. Kaputt ist jetzt hier. Kann man ganz mal machen am Handy. Jetzt guck doch mal. Ist so Oliver, oder? Was haben wir denn hier? Eine Gestalt auf einem schlecht beleuchteten Foto. Man muss es so bearbeiten, dass es in unsere Datenbank eingespielt werden kann. Ah, okay. Ja, das wird eine Weile dauern. So, jawohl. Da ist es schon. Stimmt in 80% überein. Wakuero. Verdächtiger in einem Raubüberfall. Der Fall wurde eingestellt. Verurteilt für Diebstahl. Halbes Jahr Haft im Bundesgefängnis. Ein lokaler Drogenboss. Verdächtiger in einem Mordfall. Hier gibt es einen Verweis. Sein Lokal war unter der Beobachtung von Agent Scott. Branford ging es also weder um den Fluch, noch um einen Grabräuber, sondern um diesen Gangster. Branford glaubt, dass Vaquero der Serienkiller ist. Warum? Denk nach, Nicole. Scott hat heute Morgen von einer unbekannten Quelle dieses Foto bekommen. Dann ging er zum Observationspunkt und wurde ermordet. Er hat mit Sicherheit den Unterschlupf von Vaquero beobachtet. Siehste?
Was machen wir jetzt mit diesen tollen Fotos? Können wir ja mal zur Ruth und ausdrucken oder irgendwas? Geht denn das jetzt hier? Nö, ne? Gehen wir nichts. Können wir nichts gemacht. Hätte ja. Oder vielleicht mal hingehen und fragen. Moment. Die ist auch noch da. Schätzchen, einen Augenblick. Ich muss dringend was erledigen. Oh, Schnucki. Dann machen wir das mal mit diesem Tupfer hier. Oder war der Bausch hier? Sieht's aus hier, wa? Ah ja, sieht's aus. Kann man auch nichts mehr machen hier, gell? Oh, Mist. Ach, Gott, Alter. Was ist hier müde immer? Schlimm ist das mit der Müdigkeit. Jetzt gehen wir noch ins Labor. Jetzt haben wir diesen Wattebausch. Falsche Kombination. Nur ohne dumme Ideen. Und den wollte ich eigentlich... Warum funktioniert das nicht? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich meine, ja ranzoomen hier, wa? Den würde ich gern wo reintun wollen. Diesen Wattepausch. Oder ohne Stäbchen. Warum funktioniert das nicht? Weiß ich nicht, Mädel. Ich wüsste, wenn ich wüsste... Haben wir jetzt das hier? So, oder? Wie oft kann man das versuchen? Und wenn man das anders machen würde? Warum funktioniert das nicht? Oh, Madel. Was soll ich damit tun? Warum funktioniert das nicht? Madel, geh mal auf den Senkel. Und wenn man das anders machen würde? Wieso? Nur ohne dumme Ideen. Mist. Mist, verdammt. Das ist keine gute Idee. Oh, auch nicht. Klappt auch nicht. Reagenzgläser. Reagenzgläser, die mit Proben gefüllt werden sollten. Ja, genau. Und hier ist ja die Probe. Das war eine dumme Idee. Verstehe ich nicht. Oh, meine Güte. Was haben wir noch hier? Zack, zack. Blutuntersuchung. Juhu, Vollambe. Das war eine dumme Idee. Na, ich hätte gedacht, dass man hier irgendwas machen kann mit diesem Blut. Schmutzigen Wattebausch, plus Analysegerät. Daraus wird nichts. Ach, das ist ja bescheuert, ja. Was haben wir jetzt hier noch? Komm, die gehen wir nochmal hier rein. Irgendwas hier noch hier drinne? Nichts mehr, ne? Nichts mehr zu mitnehmen hier. Haben wir alles, eigentlich alles schon mitgenommen. Verdammt. Was haben wir eigentlich jetzt hier draufstehen auf diesem Ding? Also, danke, ich werde versuchen, weißt du, Geburtsdatum, Doc 2. Akku, ah, okay. Naja, das haben wir ja schon gemacht jetzt. XV. Und 8672 haben wir gemacht, okay. Halt, geh nochmal her, da waren noch Fotos. Hier, ob Fotos. Oder geht es gar nicht hier? Kann man noch gar nichts machen mit den Fotos, ne? Ist so komisch. Aber jedenfalls hat dieser komische Zipfel da in diesem Gartending da, da hat er so ein komisches Wort gesagt mit Quadero oder wie auch immer. Schätzchen, einen Augenblick, ich muss dringend was erledigen. Immer noch. Ich betrete das Büro vom Chief nur, wenn ich wirklich muss. Ach so. Ich muss ja gar nicht aufs Klo. Mei. Scotts Ausweis. Und man denkt jetzt Scott. Scotts Ausweich wieder unten rein. In diesen, hier irgendwo unten war doch so ein Raum noch. Depot halt, ne? Doch zum Glück habe ich eine Magnetkarte. Jetzt ist doch gleich benutzt, Mensch. Verschlossen. Doch zum Glück habe ich eine Magnetkarte. Ja, wo ist denn die Magnetkarte? Und wenn ich es nochmal versuchen würde, nur ein bisschen anders? Ja, wo ist denn deine Magnetkarte, Schnucki?
Ach hier. Mai, oh mai. So, genau. Ne, das brauchen wir nicht. Wir wollen ja hier diesen anderen haben. Wo ist denn das? Kopf ist weg hier. Regal. Kopf ist Figur. Körper einer präkolumbischen Figur. Ne, ich hätte gedacht, hier waren mal den Scotts seine Sachen hier irgendwie mit hier. Ach hier. Kiste James. Das ist aber nicht das, oder? Ach doch, das ist schon das. Das brauche ich jetzt nicht. Oh, bist du verdammt. Können wir ja eigentlich hier diesen Ausweis wieder reinlegen, oder? Nee, scheint nicht so. Oh, schade. Ich hätte gedacht, wir können wieder was reinlegen hier. Ach, und rausgehen geht auch nicht, oder was? Doch, das geht schon mal. So, Auto. Wo sind denn jetzt die Tupfer hin? Die sind jetzt weg. Guck doch mal, die sind jetzt weg. Jetzt ist es weg. Ah, okay. Also brauchen wir es doch nicht mehr. Eieiei. Gangsterunterschlupf. Die Zeiten, als hier alles voller Leben war, sind längst vorbei. Das Letzte. So, da würde ich sagen. Zur Gasse. Wir speichern das mal eben hier. Schwupp. Und sehen uns auch dann schon bei der nächsten Folge wieder. Bye!